Markus Niklaus, dann Jaroslav Bennar. Hier heute wieder mit dabei beim SCB. Und das ist das 1:0. Martin Plüss in der zweiten Spielminute. Die Zeit ist 1 hier mit der Chance durch Shannon und das ist der Ausgleich. Der Rückkehrer Ryan Shannon mit dem Ausgleich zum 1:1. Alles wieder korrigiert, 12. Saisontreffer für ihn. Kennings dazwischen und der sorgt jetzt auch wieder für etwas Luft im eigenen Reich hinten am Bühl. Und die Scheibe ist drin, Tor! 2:1 für die ZSC Lions. In Unterzahl schießt hier André Sambühl, die ZSC Lions in Führung. Und das ist bereits der 9. Shorthander in dieser Saison. Semi Benard, Tor, Ausgleich 2:2. 10 Minuten nach der Führung der ZSC Lions gelingt es auch dem SCB auszugleichen und Jaroslav Bennar, der punktet munter weiter nach seiner Vorlage in der zweiten Spielminute. Jetzt also auch der Treffer. Gehring. Guter Schuss und der sitzt ganz genau. 3:2 Führung. Patrick Gehring. 36. Spielminute. Patrick Gehring mit seinem 7. Treffer. Und auch Travis Roach mit dem Eigentor. 2:4. Au Backe. Blick in der Mitte, Lehtonen. Und das ist der 5. Treffer, Roman Wick. 5:2 für die ZSC Lions. Und er war so ziemlich der Einzige, der hier gejubelt hat. Wo genau hat er diesen Kobold denn versteckt? Bei Marco Bührer. Ja, hier oben. Da sitzt sie ganz genau. Gunti. Da Gunti für Wick und das ist das nächste Tor. 6:2. Doppelschlag von Roman Wick. 49. Spielminute. Saisontreffer Nummer 15. Kennings, 3-1 Situation jetzt hier. Ambühl, der mitgeht. Aber Conti erledigt. 7:2. So, und jetzt ist langsam jeder Schuss drin hier in der PostFinance Arena. Zumal auf der Seite von Marco Bührer. Luca Conti mit seinem 10. Treffer. Hier ist die Partie vorbei. Wieder einmal solch ein 50. Rundenspiel für den SC Bern. 2:7 Niederlage, höchste Niederlage in der Qualifikation für den SCB.